Der Schwanz ist nicht der Arsch. Wenn die Rechte nicht weiß, was die Linke antut, dann laufen sie nicht Gefahr, diensteifrig zu applaudieren. Sklaven sie. Ich verstehe. Ich soll also jemandem den Schwanz in den Arsch stecken im Namen der Freiheit. Ja, genau. So eine Bestie. In diesem Zustand erregt man ihn, reizt man ihn, peitscht man ihn, man schlägt ihn und bohrt ihm den Arbeit. Hört auf, mir vergeht der Appetit. Er spreizt, er presst, er zerreißt. Du reißt so viele Verben aneinander. Misch dich nicht in meinen Stil. Ich akzeptiere, wenn du mir von Zeit zu Zeit Anregungen gibst.